Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu diesem Vlog. Heute ein sehr wichtiger Vlog, denn wir sind unterwegs mit Nick Hein. Nick Hein ist im Fahrzeug vor uns. Wir haben vor, heute eine Folge der Hunters zu drehen. Nick hat mich mit seinem Team gemeinsam gefragt, ob ich dran mitwirken möchte, was natürlich für mich eine Ehre ist. Wir sind gerade losgefahren, wir sind in Köln. Wir haben 5 Stunden Fahrt vor uns. Dort werden wir jemanden versuchen zu überführen, der 59 ist und denkt, dass er sich heute mit einem 12-jährigen Jungen treffen wird. Also ich sag mal so, seit ich selber auch Papa bin, ist natürlich nochmal ein ganz anderes emotionales Level am Start. Aber auch so ist es für mich immer schon ein sehr sensibles und extremes Thema gewesen. Dieser Vlog dient ein bisschen für euch dazu, die Hintergründe zu checken. Wenn euch die Arbeit gefällt insgesamt, lasst jetzt schon ein Like, ein Kommentar da, lasst ein bisschen Liebe da und bis gleich. Und ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Was geht? Boah, sag mal, ist der Maestro? Oh mein Gott, ist das Nick Hein? Was geht, Freunde? Wir sind hier mit dem Bruder Nick. Natürlich, das gesamte Team ist auch am Start. Wir sind heute unterwegs. Wohin sind wir unterwegs? Wir fahren nach Leipzig. Leipzig. Was machen wir denn in Leipzig? Wir fangen den... Erzähl mal ein bisschen. Ja, das ist ein Mann, der ist 58 und will sich mit einem 12-jährigen Jungen treffen, um Sex zu haben. Und wir wollen ihm das versauen. Wir fahren gerade insgesamt 2000 Kilometer. Warum? Wir 1000 mit dem Auto, ihr 1000 mit dem Auto. Genau. Das heißt, 2000 Kilometer fahren wir gemeinsam, um jemandem das Handwerk zu legen. Es ist mir eine Ehre, dabei zu sein. Dankeschön erstmal für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Auf der anderen Seite, ich habe ein sehr mulmiges Gefühl. Ist es bei dir auch so heute noch? Das geht, jetzt geht noch, aber jetzt gleich, wenn wir dann da sind und das, du wirst eine Sache wirst du auf jeden Fall merken, und zwar, wenn wir da sind, man meint, man hat noch so viel Zeit, es sind noch 4 Stunden, noch 3 Stunden, auf einmal macht das zack, zack, zack und bumm, war die Polizei da, der Typ ist weg und du denkst dir, Alter, wie ist das alles so schnell passiert? Genauso wird das gleich auch sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir werden das heute ein bisschen aufnehmen. Und zwar für die Leute, dass ihr wisst, wie ist es mit dem Hintergrund? Wie viel Arbeit steckt dahinter? Man denkt sich immer, es ist so einfach. Man geht da einfach hin und viele denken auch, dass es vielleicht gestellt ist oder so. Ist ja gar nicht so. Die Fälle, die dann nicht klappen, die kriegt ihr gar nicht mit. Und deswegen habe ich gesagt, okay, weißt du was? Ich begleite unseren Bruder Nick hier bei seiner Mission und bin gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und hast du noch ein paar Worte? Maestro hat zu mir heute Morgen gesagt, ob das okay ist, wenn er mich in meinem Penner Outfit hier filmt. Was mich auseinander. Wir haben alle Penner-Outfit. Ey, das war nicht so gemein. Alex, was geht? Du bist der Lockvogel heute. Hast du das schon mal gemacht? Lockvogel nicht, nee. Nee. Ich hab sonst immer nur geschrieben und bei der Planung. Und die Leute kennen dich ja schon jetzt so aus den Videos an sich. Ja. Ist es für dich jetzt was anderes, Lockvogel zu spielen, oder? Es ist eine andere Aufgabe, ja, aber man hat es ja auch dann bei den anderen Lockvögeln schon mitbekommen, wie das läuft. Aber das Gefühl ist trotzdem ein bisschen anders. Ist ekelhafter? Ich sag mal, bist du mehr emotional involviert jetzt als sonst? Ja, ja, ne? Ja, ja. Habe ich mir schon gedacht. Das ist so, schreibst du immer mit denen und da ist man dann auch schon so, man weiß, was er geschrieben hat und sowas, aber ich musste vorher nie mit denen telefonieren. Ah, du hast gestern mit dem Video telefoniert? Ja, mit dem gestern auch Video telefoniert, ja. Und wie war's? Anstrengend. Dem was vorzumachen mäßig so? Und das, ich meine, das muss man sich auch wenn es gespielt ist, musst du es ja über dich ergehen lassen, das, was er dann sagt. Ja, ja, richtig. Und das ist so der Punkt, wo ich dann einfach nur so die ganze Zeit so, ja, ja. Hoffentlich ist es schnell vorbei, mäßig. Ja. Alex, ja. Heißt heute offiziell, wie ist dein Name? Markus. Markus. Und Markus spielt einen 12-Jährigen. Wie er ihm das abgekauft hat, diesem hübschen, aber doch erwachsenen Mann, ist mir ein Rätsel. Aber ich glaube, der war so blind vor seiner, ich sag mal, Halt. Der ist sich komplett sicher bei dem. Ja. Der ist sich zu sicher. Das 58. Und der denkt, also der trifft sich mit einem 12-Jährigen. Geisteskrank. Ja, ich bin gespannt, ey. Also erstmal hoffen wir, dass der kommt, natürlich. Ja, aber so. Ich habe bei ihm wirklich ein gutes Gefühl. Ja, ich denke auch. Also so oder so, man muss das dann verkehrt sehen. Deswegen hoffe ich, dass der kommt. Ja, ja. Also ich wünsche natürlich, dass man das gar nicht machen muss, das Ganze hier. Aber ja, abwarten. Auf jeden Fall sehr, sehr stabil, dass du heute den Kopf hinhältst, mäßig, mehr oder minder. Bin gespannt, wie das ausgeht. Ja, ich auch. Und Freunde, die liebe Denise ist auch da. In meinem Stream hat ein paar Leute gesagt so, ey, wie kann man eine Minderjährige als Lockvogel benutzen oder so? Wo ich gesagt habe, wird safe nicht minderjährig sein. Aber sie steht neben mir und jetzt frage ich dich, bist du minderjährig? Nein, bin ich nicht. Nein, sie ist voll ihren. Ich kann es euch bezeugen, jetzt ohne Maske und so, ist eine erwachsene Frau, auch wenn ihr das nicht glaubt. Also immer zweimal überlegen, bevor man irgendwas sucht, einfach sinnlos zum Kritisieren. Hier arbeiten nur Menschen, die volljährig sind. Und Denise ist selber Mama, sogar von 2 Kindern, gell? Und deswegen ist sie besonders emotional involviert. Denise, höchster Respekt. Dankeschön. Hier haben wir Mrs. Mama Pedo Hunter. Wie geht's? Gut.
Ich habe eine Frage an dich. Wie lange dauert so die Vorbereitung von so einem Fall? Ich sag mal, in diesem Fall, speziell in diesem Fall. Ja, speziell in diesem Fall ging das sehr schnell. Das ist halt immer unberechenbar. Man kann das immer nicht wissen. Normalerweise dauert das eben ein paar Wochen. Man schreibt sehr lange mit den Tätern. In diesem Fall war das so, dass wir innerhalb von ein paar Tagen entscheiden mussten, ob wir den jetzt basten oder nicht, ob das funktioniert. Das heißt nicht, dass die Arbeit weniger ist, sondern dass die Arbeit einfach in kürzerer Zeit ist. Ja. Eigentlich ist die Intensität dann höher. Man muss noch mehr reinstecken. Man zwackt noch mehr von seiner privaten Zeit sozusagen ab, um das hinzukriegen. Du sagst private Zeit. Also ich denke, es werden einige Menschen geben, die denken so, das ist jetzt euer Hauptberuf. Ihr seid jetzt Hunter, ihr werdet von irgendwem bezahlt, irgendwie vielleicht sogar behördlich. Ihr macht das privat, gell? Ja, richtig. Komplett privat. Ja, genau. Und ihr habt das auch angefangen damals, ohne irgendeinen Cent davon zu sehen, sondern zu investieren in Fahrt, genau. In Benzin, in sonst genau. Was. Und ihr macht das wirklich, weil ihr überzeugt davon seid. Richtig. Und nicht als Businessmodell oder richtig. Sowas. Ne? Genau. Euer Businessmodell ist was ganz anderes. Ihr dreht ja Filme. Ja, genau. Das ist eine Herzensangelegenheit. Das ist aber auch wichtig, wichtig für die Leute zu wissen, weil auch wenn die Zuschauer von euch, eure Fans, es wissen, aber viele andere, glaube ich, die denken so, also ich habe das geguckt und ich hätte nicht gewusst, wenn ich mich mit euch nicht auseinandergesetzt habe. Ist das euer Hauptding, so ein Main-Ding, wo ihr euch zurücklehnen könnt und einfach, ich sag mal, so ein bisschen Leute jagen könnt, so auf Ghostbusters angelehnt, ja? Oder ob ihr, weil das ist ja eine harte emotionale Arbeit. Ja, das stimmt. Die du zusätzlich, du bist ja Mama, du bist Ehefrau, du hast einen Job noch, den du noch verfolgst und dann noch dieser psychische Druck freiwillig. Ja. Ich denke doch, das ist doch Liebe wert, oder? Das ist doch ein Abo für die wert, oder? Oder? So, Freunde, wir haben noch 2 Stunden Autofahrt vor uns. Also wir sind wirklich 500 Kilometer fahren wir gerade nach Leipzig. Und für euch so, weil dieser Vlog muss ja auch einen Mehrwert haben, also ne, über dem hinaus, dass sowieso schon vorhanden ist. Für mich ist es eine sehr seltsame Situation, weil man freut sich einerseits, Teil davon sein zu dürfen. Man freut sich auch, jemanden aus dem Verkehr ziehen zu können, der so eine Scheiße macht. Ja? Aber gleichzeitig ist man so unfassbar angewidert, angeekelt vor dem, was einen erwartet, vor den Ausreden, die vielleicht dieser Mensch bringt, vor dem, was er eigentlich davor hat. Und ich muss sagen, ich habe die Nacht sowieso nur wenig Schlafzeit gehabt, weil wir ja um 4 Uhr morgens losgefahren sind. Aber auch das konnte ich nicht nutzen. Ich konnte nicht wirklich schlafen. Es ist für mich so, irgendwas so ist an deiner Brust. Du fühlst dich unwohl. Du willst da gar nicht hin. Gleichzeitig willst du da aber auch unbedingt hin, um den Ding festzumachen. Also ich will gar nicht wissen, wie es für Nick und sein ganzes Team sein muss, die ja regelmäßig mit solchen Sachen zu tun haben. Zusätzlich zu dem ganzen Stress, den sowieso ein Mensch hat, auch noch das mit sich trägt. Weil wenn du das beruflich machen würdest, zum Beispiel du bist Psychologe oder du hast mit Kindern zu tun, die vielleicht mit Kindern erfahren haben, dann ist das dein Job. Er hat ja schon einen Job und hatte sowieso schon seine normalen Probleme. Das kommt einfach so als Häppchen oben drauf. Auf jeden Fall eine sehr krasse Sache. Mein Schwager ist natürlich auch mit dabei. Danke erstmal, dass du noch mitgekommen bist. Es ist mir eine Ehre, dabei zu sein. Du hast gesagt, jeder hat sich schon mal so vorgestellt in seinem Kopf, was man mit einem anstellen würde. Aber jetzt bist du auf dem Weg, wirklich jemanden zu konfrontieren. Also ich sag mal so, wir durften gerade ein bisschen sehen, was sie so miteinander geschrieben haben mit dem angeblich 12-Jährigen. Ich habe solche Herzrasen bekommen gerade. Es ist traurig, dass man sowas machen muss. Aber einerseits ist es auch schön, dass man bei so einer guten und ehrenhaften Tat dabei sein darf und so einen Menschen aus dem Verkehr quasi ziehen darf. Erzähl mal den Leuten, was hat er so geschrieben? Ich meine, die werden das ja sowieso im Video sehen, ne? Ja. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da bei Nick ein und kommentiert das Video und pusht das Video. Aber so für dieses Video so. Erzähl mal ein bisschen. Was er geschrieben hat, ich werde natürlich nicht Wort für Wort alles wiedergeben, aber er hat Sachen wie geschrieben, was er machen würde, wenn er mit dem 12-jährigen Jungen ist, ihn an bestimmten Körperstellen und eventuell auch und auch und sehr, sehr ekelhafte Sachen und das ist wirklich, allein das zu lesen, das braucht schon eine Überwindung. Von einem 58-jährigen Mann an, von einem 58-jährigen. Es ist wirklich unfassbar ekelhaft, was für Menschen da draußen rumlaufen und das Traurige ist ja, dass das einer von vielen ist und viele, viele von diesen Unmenschen kommen ja mit ihren Taten davon. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass es auch so Leute wie Nick gibt. Viele kritisieren ja an Nick und seinem Team, ja, das ist Selbstjustiz. Nein, das ist keine Selbstjustiz. Selbstjustiz wäre es, wenn man das Gesetz in die eigene Hand nimmt und sagt, ich bestrafe dich jetzt. Aber jemandem der Strafverfolgung auszuhändigen, indem man jemanden,
der Unrecht tut, entlarvt und ihm dann dem Rechtssystem übergibt, ist komplett das Gegenteil von Selbstjustiz. Die Sache ist, das ist so gar kein Front an die Polizei. Es gibt so viele Täter, da würde die Polizei mit egal welchen Mitteln gar nicht dahinter kommen. Die müssten ja eigentlich Tag und Nacht Fake-Profile erstellen und sich mit solchen Leuten rumschlagen. Da brauchst du ja auch geschultes Personal für. Die machen das ja jahrelang schon. Und das liegt ja auch nicht jedem. Und dementsprechend ist es in meinen Augen, und ich denke auch viele, die ein bisschen Grips haben, werden das genauso sehen, es ist keine Selbstjustiz. Es ist einfach nur eine Hilfe für, ich sag mal, die Exekutive, dass man diese Menschen aushändigt und sagt, okay, bestraft ihr die jetzt. Also wir haben einen Drohnenpiloten, dessen Namen wir nicht nennen. Der wird vielleicht gleich diese Drohne starten lassen, aber ich weiß von nichts. Das heißt, die Aufnahmen, die man in den Videos sieht, ist tatsächlich das auch von euch. Also von einem Drohnenpiloten, also aber ihr habt die nicht gekauft. Den haben wir hier. Nee, den haben wir vorne an der Raststätte getroffen. Ah, da hinten, da. Genau. Da irgendwo. Krass, was für ein Glück du hast immer, ne? Heute stehen die Sterne für uns. Wir sind jetzt angekommen. Jetzt werden wir die Gegend hier erkundschaften, gucken, wo man was hinstellt. Denn es bedarf auch für die Planung einer Menge Arbeit, wenn man so etwas machen möchte, weil man es ja auch professionell machen möchte. Und man auch die Beweise hinterher natürlich verwerten kann. Und damit natürlich auch der überführt werden soll, nicht checkt. Und damit ist auch keine Gefahr für keinen entsteht oder sonst was. Deswegen viel Organisationsarbeit. Wir gehen jetzt die Route ab, die wir ins Auge gefasst haben für das Treffen. Beziehungsweise die nachher der Alex mit dem Pedo gehen wird. Und wir müssen gucken, ob das, was wir uns vorher ausgedacht haben, halt funktioniert. Das heißt, ob die Funkgeräte, ob die Reichweite funktioniert, ob ich die beiden die ganze Zeit mit der Drohne observieren kann, weil wir haben schon das erste Problem, weil wir sind ja direkt in der Einflugschneise vom Leipziger Flughafen. Das heißt, die Drohne kann nur maximal 60 Meter hoch. Und das ist ein Problem, weil man hört die erst nicht mehr so ab 100, 110 Meter. Das heißt, dass unser Drohnenpilot gucken muss, ob er die Drohne entweder weiter vorne oder weiter hinter den beiden hält, damit er die aufnehmen kann. Aber der wird das schon wahrscheinlich wissen. Ja, das ist ein Teufelskerl. Das ist krass, gell? Und, aufgeregt? Noch nicht, noch jetzt. Schreibt er dir? Ja. Kannst du einmal so vorlesen, was das Letzte war, was er dir geschrieben hat? Er hatte gefragt, wo ich dann genau da bin. Ich habe ihm jetzt gesagt, dass ich einen Standort schicken werde. Das heißt, der schreibt dir tatsächlich regelmäßig, also ihr seid in hegem Kontakt? Und ja, das ist ganz wichtig, weil wir auch so abwägen können, ob er dann wirklich kommt oder nicht. Wenn jetzt keine Antwort kommen würde oder so, dann wäre es schon schwierig. Ist schon passiert, gell, dass ihr abbrechen musstet? Ja, dass er einfach nicht gekommen ist, dann keine Antwort mehr kam. Deswegen machen wir Zeit, dass auch die Videotelefonate, weil wir dadurch dann so ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommen, ob die jetzt auftauchen oder nicht. Nick für Attila, bitte komm. Nick hört. Alles klar? Roger, over and out. Freunde, wir haben sogar professionelle Funkgeräte. Wir haben die Distanz gerade gecheckt. Es funktioniert sehr gut. Alles, wie man sich das vorgestellt hat, passt eigentlich. Jetzt muss der Herr nur noch kommen. Wir lachen und so, aber das ist natürlich eine Art und Weise, das Ganze auch vielleicht ein bisschen zu verarbeiten oder zu verdrängen. Wie gesagt, jetzt muss er nur noch kommen. Ich hoffe, das wird ein Erfolg. Seid gespannt. Hör mal, Nick, hast du einen imaginären Rucksack auf oder was? Das ist meine Achseln sind invertiert. So. Oh, Panther, wir müssen was essen, oder? Attila hat bezahlt und wenn andere bezahlen, sind wir ganz groß mit dabei. Schmeckt immer besser dann, gell? Aber zieh erstmal deinen Rucksack aus, bevor du mit mir redest. So, noch 45 Minuten bis zur Begegnung. Es geht jetzt los. Wir sind komplett bereit. Komplette Montur, Funkgerät. Hier auf dem einen Ohr haben wir einen Gruppencall mit Alex. Auf der anderen Seite haben wir Funkgerät drin und Kamera. Alles ist ready. Und ich merke einfach, wie die Anspannung immer mehr steigt. Also ich bin jetzt schon, eigentlich bin ich am Ende gar kein Lampenfieber, aber ich bin sehr aufgeregt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die das die ganze Zeit machen. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so aufgeregt war. Und dann ging alles schneller als gedacht. Der Plan ging auf bis ins letzte Detail. Der Typ wurde gebastet und jetzt sind wir schon bei der Konfrontation. Die seht ihr übrigens in voller Länge bei dem Video von Nick Hein. Lasst gerne ein Like, lasst ein Abo da und schaut vorbei. Ich möchte das aber nochmal lesen, damit sie vielleicht dann dazu etwas sagen können. Und zwar, ich möchte dir dann dein T-Shirt ausziehen und dich dann erstmal schön am Oberkörper und dann deinen Oberkörper deine leicht und dann würde ich sagen, dass du oder ich deine ziehe, dass ich weiß, was für Klamotten du anhast und ich würde dich dann so ein klein wenig und dann würde ich dir noch mal ausziehen, würde dein Hut achten, würde ihn vielleicht mal deine schön und wenn dann dein richtig geworden ist, werde ich ihn mal richtig vielleicht so lang bis werde dann eventuell dein auch ist daran jetzt so schlimm? Ja, sind sie blöd oder tun sie jetzt einfach so, als wäre das nichts? Ein 12-jähriger Junge, ist das rechtmäßig? Dann gehen wir doch einfach mal weiter. Ja, wenn er übrigens, was ist das hier? Das bin ich, ja. Schickt man sowas einem 12-Jährigen?
Also im Rechtsstaat. Im Rechtsstaat. Hat er denn gesagt, dass er das will? Ja. Hat er das gesagt oder hat er das nicht gesagt? Er hat es angedeutet. Die Mission war erfolgreich, wie ihr sehen könnt. Er hat tatsächlich sich im Gebüsch versteckt. So, lass uns mal hier. Okay, Freunde, die ganze Kiste ist jetzt durch. Es kam nicht nur die Polizei, es kam der Kriminaldauerdienst. Vielleicht kannten die den ja schon. Auf jeden Fall haben sie ihn jetzt mitgenommen direkt. Sehr guten Job gemacht. Dankeschön an unseren Lockvogel heute, Alex. Danke, dass du dabei sein durfte. Sehr gerne. Freunde, ich habe so mies verkackt. Ihr wisst, wir haben schon, was weiß ich, Fantreffen gehabt, wo 1000 Leute kamen. Wir haben, keine Ahnung, ich habe vorher auch mal Theater gespielt, live gehen, dies, das. Gar kein Problem, kein Lampenfieber, nix. Ich hatte einen Job. Und der Job war, wenn die kommen, muss ich quasi eine Straßenumfrage mit denen machen, ja? Ich habe einfach nichts rausbekommen. Jeder Satz, den ich rausbekommen habe, ich habe gestottert, ich habe mich versprochen, ich habe neu angefangen, da war der schon längst weg. Ich muss euch wirklich sagen, es ist so Adrenalin in deinem Körper in dem Moment. Weil es ist ja echt, da ist ja wirklich ein Mensch, den du aus dem Verkehr ziehst. Krass. So, Nick, mein Bester. Lucy, danke schön, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne. Danke, dass du dabei warst. Danke, Ismail. Ihr wart eine super Ergänzung und jetzt frage ich dich mal, wie hast du dich gefühlt? Seltsam. Man freut sich, dass jemand aus dem Verkehr gezogen worden ist. Gleichzeitig so viel Adrenalin. Man ist so, ich weiß nicht. Ich glaube, man wird es erst später begreifen. Als du dich mit ihm unterhalten hast und gemerkt hast, wie selbstgerecht er war, was hast du da gefühlt? Also ich möchte mich auch an dieser Stelle entschuldigen, falls ich vielleicht ein bisschen emotional geworden bin, aber ich habe niemals damit gerechnet, mit was für einer Arroganz, mit was für einer Selbstgefälligkeit der Typ da redet. Der hat wirklich versucht, ein 12-jähriges Kind ins Gebüsch mitzunehmen, um dort mit dem Schindluder zu treiben und hat uns dann versucht, für dumm zu verkaufen. So, ich meine, du hast das ja alles ja von der Ferne auch mitbekommen. Ich habe an deinem Gesichtsausdruck auch gesehen, wie angeekelt du warst. Aber was geht dir durch den Kopf? Wir haben das ja schon gewusst. Auf der Fahrt hierhin haben wir uns schon überlegt und auch davor, was für ein Typ das ist und was man dem entgegensetzen kann. Und wir haben, wenn man unsere Notizen jetzt anschauen würde, haben wir schon da reingeschrieben, renitent. Der wird auf jeden Fall renitent sein. Der wird nichts zugeben, der wird das verharmlosen. Und wir haben halt gedacht, die beste Strategie ist, den ja so eigentlich zu was, wie du es jetzt auch gemacht hast. Ja, dass wir ihn auf seine Taten festnageln und ihn mehr oder weniger mit Logik versuchen, so ein bisschen durchzudringen. Aber letztendlich hast du es gemerkt, ich habe es ja nachher dann auch nochmal gesagt, so, es ist genau so, es ist wie als wenn du mit einem Scheißhaufen redest, dass er nicht stinken soll. Das bringt nichts. So, da kannst du noch so überzeugend sein. Aber ich finde, du hast es gut gemacht und vor allen Dingen, du hast ein paar gute Punkte auch entgegengesetzt und du hast auch gemerkt, dass er danach gedacht hat. Aber dann war er schnell wieder im ich bin in Schuldmodus, wie immer. Das war's an dieser Stelle mit diesem Vlog. Wir sind unnormal am Schwitzen hier gerade. Wie gesagt, liebe Grüße nochmal an das gesamte Team und unterstützt Nick Hein und sein Team. Und du bist jetzt hier unterwegs. Wo ist das Baby? Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Man war mies aufgeregt, mies emotional, aber der Erfolg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt.